Nach Watch Dogs Legion Ende Oktober und Assassin's Creed Valhalla im November schickt Ubisoft nun sein drittes Open-World-Spiel ins Weihnachtsgeschäft. Es heißt Immortals Fenyx Rising. Angekündigt wurde es allerdings noch unter dem Titel Gods and Monsters. Dieses Jahr kam dann die Namensänderung. Inhaltlich hat sich aber nicht viel an der Ausgangsprämisse geändert. Wir treten noch immer als Mensch gegen Götterkreaturen und Monster auf einer fiktiven Insel, inspiriert von der griechischen Mythologie an. Nach den ersten Anspielgelegenheiten hieß es oft, dass Immortals Ubisofts Antwort auf Zelda Breath of the Wild sei, nicht nur wegen der Grafik und den ausladenden Landschaften, sondern auch wegen einigen Parallelen beim Gameplay. Die Testversion zeigt jetzt, dass dieser Vergleich durchaus angemessen ist, dass Immortals aber auch ein Produkt von Ubisofts berühmter Formelhaftigkeit ist und die wird ja oft genug kritisiert. Nun ist es Ubisoft aber gelungen, bei Immortals eine hauseigene Schwäche zur Stärke zu machen, ähnlich wie vor ein paar Wochen schon bei Watch Dogs Legion. Immortals Fenyx Rising beginnt mit der Charaktererstellung, denn wir müssen unseren Fenyx erstmal bauen. Der kann männlich oder weiblich sein, verschiedene Frisuren und Bärte tragen und auch in Sachen Hautfarben ist das Spiel recht flexibel. Wer gerne halbgrün durch die Welt laufen will, kann das tun. Und wenn euch euer Look mal irgendwann nicht mehr gefällt, ihr könnt ihn später im Spiel jederzeit anpassen, sogar noch das Geschlecht der Spielfigur. Diese Flexibilität macht Fenyx zwar auch ein bisschen austauschbar, das Spiel ist aber insgesamt auch nicht allzu storylastig. Hier steht Gameplay im Vordergrund. Und mit dem geht's nach dem Intro am Strand der Goldinsel los, der Open World von Fenyx Rising. Die ist in 7 Regionen aufgeteilt, 4 davon sind die Hauptregionen, in denen wir jeweils einen der verzauberten Götter retten müssen. Das passiert in der Regel über eine Hauptquest, die in mehrere Unteraufgaben aufgeteilt ist. Und danach finden wir die Götter verwandelt in ihre Originalform in der Halle der Götter wieder, wo wir mit ihnen sprechen können, mal noch die ein oder andere Nebenquest bekommen und unsere Ausrüstung und unsere Spielfigur hochleveln. Kommentiert wird das Ganze häufig von Zeus und Prometheus aus dem Off, die uns durch die Geschichte führen und uns erklären, worum es hier eigentlich geht. Denn schließlich sollen wir ja am Ende den fiesen Typhon besiegen, der nicht nur einige Götter verzaubert, sondern auch ein paar Helden der griechischen Mythologie in monsterähnliche Schattenwesen verwandelt hat. Und gegen die können wir im Verlauf des Spiels in besonderen Herausforderungsleveln antreten. In der offenen Welt treffen wir hingegen jede Menge herumziehende Monster und können auch abseits der Storyquests ein paar versteckte Bosskämpfe entdecken. Ach, nicht der Typ. Oh doch. Fenyx entdeckte die abscheulichste Kreatur, die Typhon auf der Goldinsel entfesseln konnte. Kottos, den Hundertarmigen. An die sollten wir uns allerdings erst heranwagen, wenn wir die vielseitige Palette an Angriffsmöglichkeiten und Fähigkeiten von Fenyx, die bis hin zu Götterkräften reichen, freigeschaltet haben. Denn im Verlauf des Spiels wird das Spektrum an Gameplay-Möglichkeiten tatsächlich immer breiter. Das reicht von sowas wie mehr Ausdauer zum Klettern, hier schön erkennbar an diesen blauen Balken links neben der Spielfigur, bis hin zu ganz neuen Angriffsmanövern oder schnellerem Schwimmen, Gleiten und jeder Menge Kampfmoves. Stärken können wir uns zudem mit 4 unterschiedlichen Tränken für Ausdauer, Lebensenergie, Verteidigung und Kraft. Deren Effektstärke kann man wiederum auch nochmal verbessern und das gilt auch für die Ausrüstung, die aufgeteilt ist in Schwert, Axt, Bogen, Rüstung und Helm. Außerdem haben wir noch Flügel, deren Optik wir zumindest anpassen können und dann begleitet uns noch ein Phönixvogel, der wiederum Spezialfähigkeiten freischaltet. Zudem lassen sich in der Spielwelt verschiedene Reittiere finden und zähmen. Hier bin ich zum Beispiel auf einem Einhorn unterwegs. Um die verschiedenen Ausrüstungsklassen, die Rüstung, die Ausdauer, die Lebensenergie und die verschiedenen Fähigkeiten aufzuleveln, brauchen wir unterschiedliche Ressourcen. Und damit kommen wir zum eigentlichen Hauptteil des Spiels, denn rund 70% von Immortals Fenyx Rising besteht darin, dass man die Open World erkundet und Icons auf der Map abarbeitet. Und bei dem Satz klingeln natürlich die Alarmglocken, denn das schreit ja Ubisoft Formel hoch 10 und tatsächlich kann es am Anfang ein bisschen erschlagend wirken, aber, und jetzt kommen wir zum großen Vorteil, den Immortals Fenyx Rising aus einer eigentlichen Ubisoft-Schwäche schlägt, die ganze Welt des Spiels wirkt wie ein Themenpark, extrem künstlich. Dadurch erscheinen die vielen Aufgaben, die man in dieser Welt erledigt, aber nicht aufgesetzt, sondern im Gegenteil für unsere Freude platziert, denn genau das erwarte ich ja in einem Freizeitpark.
Zumal hier jede Aufgabe und Herausforderung individuell und manchmal ganz schön knackig gestaltet ist, auch wenn sich die Designer im Großen und Ganzen letztlich doch immer wieder am selben Pool von Gameplay-Elementen bedienen. Da müssen Druckplatten betätigt, Bilderrätsel gelöst, Pfeilherausforderungen bestanden und Gegnermassen besiegt werden. Zudem gibt es musikalische Herausforderungen, bei denen wir uns eine Melodie merken müssen. Und manchmal geht es auch nur darum, möglichst schnell von A nach B zu kommen, bevor die Zeit abläuft. Zudem gibt es in jeder Region noch ein, ich nenne es mal Perlenrätsel, bei dem eine Sternkonstellation mit Perlen nachgelegt werden muss, um eine besondere Belohnung freizuschalten. Die Perlen müssen allerdings vorher erstmal gefunden werden und diese Rätsel können teilweise aus etlichen Unterrätseln bestehen. Zudem steckt manchmal hinter den Icons auf der Karte nicht nur eine Kiste, in der Ressourcen zum Aufleveln drin sind oder neue Skins für die Waffen, manchmal sogar auch neue Waffentypen, die dann besondere Eigenschaften haben. Manchmal steckt auch eine geheime Mini-Quest dahinter, die von einer Geschichte der griechischen Mythologie inspiriert ist. Jedenfalls hatte das alte Paar einen Wunsch. Sie wollten beide so lange leben wie der andere. Also habe ich sie nach ihrem Tod in zwei verschlungene Bäume für meinen Tempel verwandelt. Siehst du, Prometheus? Ich habe nicht das ganze Dorf zerstört. Und für die alten Knacker habe ich etwas Romantisches gemacht. Ja, wie selbstlos von dir, Zeus. Um die verschiedenen Herausforderungen und Mini-Rätsel in der Welt zu erreichen, kann man zwar ein paar ausgewählte Schnellreisepunkte anwählen, meist ist man aber auf die eigenen Füße, auf das Reittier oder auf die Flügel angewiesen, denn die Bewegung durch die Spielwelt ist eins der Highlights von Immortals Phoenix Rising. Ob das nun das völlig freie Klettersystem innerhalb der Open World ist oder das Herumgleiten, das uns die Welt aus einer ganz anderen Perspektive zeigt. Und apropos Welt, neben den offenen Regionen der Goldinsel gibt es im Spiel auch noch den Tartarus. Der ist unterteilt in über 50 Rätsel- und Kampfdungeon, die immer wieder neue Herausforderungen bieten. Einige davon muss man im Verlauf der Story-Kampagne bestehen, andere sind optional und schalten wiederum Belohnungen zum Verbessern der Spielfigur frei. Diese Rätsel-Dungeon sind in drei Schwierigkeitsgrade unterteilt und können teilweise richtig knackig werden. Zumal hier auch Elemente zum Einsatz kommen, die es in der offenen Welt so nicht gibt. Zum Beispiel kann man manchmal die Windrichtung ändern oder Blöcke schweben lassen, um ans Ziel zu kommen. Jeder dieser Tartarus-Level ist individuell gestaltet, aber auch hier gilt, was für die Herausforderung in der Open World gilt, die Gameplay-Elemente sind doch oft erkennbar ähnlich. Es ist nicht immer dasselbe, aber es ist eigentlich immer das Gleiche. Ob man damit lange Spaß hat, kommt wahrscheinlich extrem auf den Spielertypen an. Mir hat es nach den ersten 15 dieser Dungeons wirklich gereicht. Meinem Kollegen Heiko Klinge hätte man wahrscheinlich 200 davon vor die Nase setzen können und er würde sich immer noch über neue freuen. Für mich hingegen konnte es gar nicht genug Monsterklopperei sein, denn das schnelle und zunehmend optionsreiche Kampfsystem ließ mich vor keiner Gegnerhorde Reiß ausnehmen. Wenn es dann aber doch mal zu knifflig wird, kann man jederzeit den Schwierigkeitsgrad ändern. 4 Schwierigkeitsstufen stehen von Anfang an zur Auswahl, die 5. wird erst mit dem New Game Plus Modus freigeschaltet. Und je nachdem, welche Stufe man auswählt, kann man auf den niedrigeren Herausforderungsleveln sogar komplette Autoheilung bekommen. Da sorgt Ubisoft also für maximale Kompatibilität. Aber ob nun Kämpfe, Klettern, Rätseleinlagen oder Kisten öffnen euer Ding ist, abhängig davon, wie viele Nebenaufgaben ihr macht, könnt ihr zum Durchspielen von Immortals Phoenix Rising rund 30 bis hoch zu 60 Stunden einplanen. Wobei ihr allerdings lange nicht alle Icons auf der Karte abarbeiten müsst, um halbwegs mit dem Pacing des Spiels Schritt halten zu können. Im Gegenteil, das Spiel ist ziemlich verzeihend. Ein kleiner Tipp an der Stelle, wenn ihr am Anfang schnell an Ressourcen rankommen wollt und nach ein paar der Tartarus-Level die Nase voll von denen habt, dann versucht euch an den Herausforderungen, die in der Halle der Götter angeschlagen sind, denn die liefern schnell und verhältnismäßig einfach die nötigen Belohnungen. Dein Potenzial wird von meiner Dummheit übertroffen. Schade, dann muss ich wohl für Gleichgewicht sorgen.
Auf der technischen Seite haben wir an Immortals wenig zu meckern. Ich hatte während meiner ganzen Testphase nur einen Absturz mit der PC-Version, die ansonsten aber problemlos lief. Irgendwelche Bugs oder andere störende Elemente sind mir nicht aufgefallen. Wie üblich bei Ubisoft-Spielen kann man wieder wahnsinnig viel einstellen, nicht nur bei der Grafik und beim Sound, sondern auch was die HUD-Elemente angeht. Ihr könnt sogar so weit gehen, das komplette Spiel ohne irgendwelche Bildschirmanzeigen zu spielen. Das würde ich allerdings nicht empfehlen, denn dann fehlen doch ein paar essentielle Infos. Aber zumindest mit reduzierten Anzeigen sollte das Erkunden der Welt überhaupt kein Problem sein. Durch den kunterbunten Comic-Look wirkt das Spiel vielleicht grafisch nicht sonderlich eindrucksvoll, überrascht aber immer wieder mit sehr schönen Lichtstimmungen und eindrucksvollen Panorama-Optiken. Bei den Animationen kann man höchstens die Nase ein bisschen über die Gesichtsmimik rümpfen, denn die wirkt teilweise doch etwas steif, als sei sie für eine 3D-TV-Kinderserie produziert worden. Aber auch das passt natürlich zum Comic-Look des ganzen Spiels, überzeugt hier aber nicht so sehr wie beim Rest der Welt. Du hast also endlich meinen Mann, Hephaistos, getroffen. Behalt das für dich, aber mir gefällt besser, was Typhon aus ihm rausgeholt hat. Ja, er wurde vom Gott zum Trendsetter. Ein Hauch von mondänem Industrial-Stil. Wie bitte mondäne Industrial... was? Warte einfach ein paar Jahrtausende. Das wird ganz groß. Und alle werden mitmachen. Du wirst perfekt dazu passen. In ein paar Jahrtausenden bin ich gar nicht mehr am Leben. Ja, und dann ist da noch die Sache mit dem Humor. Und bei dem sind wir uns in der Redaktion nicht so wirklich einig geworden. Die einen fanden ihn zu platt und infantil, oft sogar aufgezwungen. Wiederum andere mussten beim Anspielen mehrmals laut lachen, was bei uns in der Spieleredaktion auch nicht allzu oft vorkommt. Was man vielleicht allgemein sagen kann, ist, dass die Witze oft wie von der Stange wirken, weil sie auch so oft zum Einsatz kommen müssen. Das kann tatsächlich manchmal ein bisschen erzwungen wirken. Mich persönlich haben die Scherze nie gestört, sondern bei mir eher zur sympathischen Grundstimmung des Spiels beigetragen. Ich musste zwar selten laut loslachen, aber einige Gags sind schon echt charmant, wenn zum Beispiel Zeus kurz nach dem Spielanfang gleich mal einen etwas kuriosen Abspann ablaufen lässt, nur um eine Wette gegen Prometheus zu gewinnen. Das war dann wohl Phoenix Ende. Wahrlich eine hübsche Geschichte. Ehrlich gesagt hatte sie ein paar Längen hier und da, aber mit dem Ende hast du mich gekriegt. Doch nun begleiche deine Schuld. Es wird Zeit, dass du mir gegen Typhon hilfst. Es ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht. Immortals Phoenix Rising ist streng genommen Ubisofts Malen-nach-Zahlen-Antwort auf Zelda Breath of the Wild. Den Vorwurf muss ich das Spiel gefallen lassen. Aber es ist auch eines der sympathischsten Open-World-Spiele seit langem, das einfach durch und durch Spaß macht und motiviert. Ob man nun den langen Atem hat, um wirklich alle Elemente des Spiels bis auf die letzte Herausforderung durchzuspielen, wird sehr von den persönlichen Spielepräferenzen abhängen. Man kann sich aber darauf verlassen, dass man bis zum Schluss jeweils individuelle Herausforderungen bekommt. Zumal das Spiel auch für ein jüngeres Publikum geeignet ist und damit vielleicht die perfekte Empfehlung für die Weihnachtsfeiertage. Ob Phoenix Rising nun aber der Grundstein für eine neue Ubisoft Open World Serie ist, das werden am Ende wahrscheinlich die Verkaufszahlen entscheiden. Ein zweiter Teil wäre aber allein deshalb schon spannend, um zu sehen, ob Ubisoft mit ein bisschen mehr Mut aus seiner Formelhaftigkeit ausbrechen und die vielen spannenden Ansätze des ersten Teils noch zu einer genialen Fortsetzung ausbauen kann. Aber das werden wir natürlich erst in ein paar Jahren sehen. Mit diesen Worten verschwand Hermes. Phoenix blickte über das schmale Band der See, hinter dem sich die Berge und Täler der Goldinsel abzeichneten. Der lange und steinige Weg zu ihrem wahren Schicksal lag vor ihr. Warte, das war nur der Prolog? Wie kann es so lange dauern, eine Geschichte anzufangen? Da war ja Odysseus schneller zu Hause.